Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mechabellum. Heute gegen HD, der auch im Chat ist. Ich nehme mal an, er wird aber rausgehen. Ist ja ein fairer Spieler. Weil ich stream nur nebenbei. Upsi, schreiben ist schwierig. Das wird der dritte Loss in Folge jetzt. Ich bin zuversichtlich. Ich könnte hier den Giant SPC spielen. Weil ich ja so gerne Giants kaufe. Was hat er? Hat Cost Control. Okay. Ich glaube, ich muss da irgendwas machen, womit er nicht unbedingt rechnet. Ich habe gerade gesagt, dass ich aktuell immer gegen Rush verliere und so. Das war die Ankündigung, das nicht zu tun. Ich vertraue ihm ungefähr so weit, wie ich ihn werfen kann. Aber auch sehr defensiv. Ich stelle es mir sehr defensiv auf. Kann auch noch hinten losgehen, aber ich mach's einfach mal, ist egal. Ein Ehrenmann. So, mal gucken, was passiert. Was hat der Cost Control? Also eigentlich sollte ich es gewinnen. Wobei seine Fangs stehen hier für den Fight sogar eventuell besser, muss man leider anerkennen. Wobei jetzt rennt er auch nach vorne. Eigentlich sind die Fangs auch relativ wertlos, muss man sagen. Wir lenken jetzt ab, ne? Das haben meine Fangs vorher auch ein bisschen getan. Da ich nicht die Billigpanzer habe, sollte ich das eigentlich gewinnen können. Okay. Okay, also ich wollte schon aus Reflex hier draufklicken, ehrlich gesagt. Die Bachelor hier zu spielen, es ist alles super risky, weil der hier halt einfach alles so hart kontert, hätte ich gesagt. Ich könnte auch noch einen zweiten davon spielen. Ich glaube mal lieber noch ein Late schaffen. Und gucken, was passiert. Er macht zwei Skorpion. Sehr gut, der kann sich auch leisten. Das meine jetzt zwei von seinen Schüssen tanken, ist jetzt auch nicht so viel wert. Mal gucken. Ja, das habe ich auch dumm gestellt. Weil mein Scorpion die ganze Zeit von seinem Schaff abgelenkt ist, wird eine Katastrophe die Runde. Fürchte ich. So schnell, jetzt müssen wir seine Panther abknallen. Das klappt jetzt.
knallt meine natürlich jetzt aber auch ab. Ist ja keine Frage. Wobei die Crawler hier nochmal ein bisschen ablenken, das hilft. Ich muss die Seite hier so hart gewinnen, dass ich die auch noch killen kann. Das ist eher schwierig. Wobei, ja, ich meine Scorpions und Deckung. So viel zum Thema Giant SPC, es ist jetzt halt komplett wertlos. Leider. Extended Range auf den Panzern ist hier, glaube ich, sogar ganz nett als Chuff Clear. Ich glaube, die zu leveln macht schon Sinn. Jetzt nicht spielen, aber ich probiere mal das hier. Er levelt ihn auch, bisher keine Upgrade. Hat er Extended Range? Ne, er hat Giant Hunter genommen. Ja, Giants werde ich eh nicht spielen, wenn schon so viele Scorpions auf dem Feld sind. Ich sage, wenn ich Giant Hunter Giant SPC nehme, das kannst du immer vergessen. Ich hatte noch überlegt, einen Overlord zu spielen, aber. Wozu? Sehr schön. Scorpion War wurde gewonnen auf der Seite. Er hat auch keinen weiteren gekauft, ne? Das Problem ist halt, dass ich jetzt den Debuff reinkriege und er dann mein Level 2 Scorpion genüsslich killen kann. Das ist halt kacke gelaufen wieder vom Timing her. Das sollte aber trotzdem für mich reichen, oder? Nee, okay, never mind. Ach, Katastrophe, ey. Ja, gut. Lightning Storm Speed Schild. Level 3 Scorpion, es wird lustig und immer lustiger. Die Frage ist halt, ob es jetzt Zeit ist, hier Upgrades zu vergeben. Schwierig. Ich probiere es mal so. Mal diese Realisten, die gegen mich wetten. Nett. So, wir können mal hier die War Factory freischalten. Nicht, dass wir die mal spielen werden, aber hey. Hat auch noch Reichweite ausgegeben, ist ja unfair. Dann gebe ich jetzt einfach gleich nächste Runde die Artillerie-Geschichte aus. Ich hätte das Schild nicht auf den geben sollen. Hm? Es ist noch trotzdem, das Lied war leider wieder perfekt gesetzt. Also ich meine, das ist nicht so keine Rocket Science, aber es war halt trotzdem gut gedacht auf jeden Fall. Der war es auf jeden Fall wert, weil er so meinen Scorpion wegsnipen konnte. Mit seiner Reichweite. Ja, das habe ich verloren. Das ist glaube ich GG alles hier. Easy, locker, glaube ich.
Ach Gott. Ja. Das sieht nicht gut aus. Man kann jetzt hier, ich glaube, man darf eigentlich nur die beiden spielen. Der Rest ist quasi unspielbar, hätte ich gesagt. Vielleicht könnte er noch den Range Tacker spielen. Die sind wie viel wert? 100, 250, ne? Das heißt, das ist am meisten Geld. Wir spielen einfach die auf den Flanken. Late. Mal gucken, was es wert ist. Wobei, so late brauchen sie auch nicht spielen. Ich glaube, ich kann das hier nur über das Reichweiten-Duell gewinnen. Die einzige Möglichkeit, die ich noch habe. Aber vielleicht ist auch kompletter Käse, was ich jetzt gerade spiele. Das ist auch möglich. Bin mir noch nicht so ganz sicher. Wir probieren es mal so. Schalten mal hier die Arclets frei. Die brauchen wir auf jeden Fall noch. Nicht. Der geht jetzt hier auf Chaff Clear. In Form von Arclets. Okay. Hat die Marksman genommen. Natürlich den perfekten Konter genommen. Ja, ich greife gerade nur ins Klo, leider. Das ist halt so ein bisschen ein Problem. Mein Rest natürlich ist komplett useless. Oder meine Rests sind beide komplett useless. Er ist verloren. GG! Also ich riskiere es einfach und hoffe, dass er mich hier nicht finishen will. Wenn er es macht, dann bin ich tot. Das ist einfach so. Wenn er jetzt hier auf den Finishing Move setzt, dann war es das. Punkt. Das ist die letzte Chance, die ich hier noch sehe. Scheiße, jetzt einen davor. Ich habe gehofft, dass ich ihn slowen kann. Er sitzt auf dem Finishing Move. Ja, ist halt dann so. Das ist vielleicht auch greedy und geht auf den Damage. Ich glaube, jetzt sterbe ich einfach. Mal gucken. Ja, die waren alle rein. Stirbt aber gar nicht. Der stirbt aber. So. Und der hat halt den besseren Spam-Clear, oder? Ich hab meinen Panzer, aber die tun es halt auch nicht. Fürchte ich. Mal gucken. Vielleicht habe ich auch zu früh geheult. Ja, sieht fast so aus. Und der One-Shot hat alles der Level 3, ne?
Aber ich habe noch ein paar Fangs, die können noch wichtig werden. Ne, werden sie nicht, weil die natürlich immer dich falsch positionieren. Ja, jetzt schießt er mit Debuff. Ah! Not even close! Der Wendepunkt. Gut, dass der schon ein Item hat. Ich frage mich gerade, ob sich das Item auf dem Typen lohnt. Ich glaube, man muss aber fast das hier nehmen, oder? Ich glaube fast ja. Die kriegen auf jeden Fall Upgrades. Ich hätte gerne eigentlich noch was anderes hier. Er holt uns hundertprozentig Feuerartillerie, oder? Ja, ich hatte gesehen, dass ich zu spät dran bin. Ich habe mir einfach irgendwo. Konnte ich mir das Patent nehmen. Den wollte ich auf jeden Fall verkaufen. Ich bin so dumm, ey. Wow, ich bin so schlecht. Egal, nächste Runde. Wenn es die nächste Runde gibt. Hat er auch Reichweite ausgegeben? Ja, dann nicht. Ich habe theoretisch einen Reichweitenvorteil. Ja gut, also wenn es noch eine Runde gibt, weiß ich, was ich mache. Eine Runde. Ja gut. Vielleicht sogar vielleicht Gewinner. Die glaube ich wird jetzt nicht unbedingt. Ihm aber auch nicht. Man muss bedenken, ich mache 30% mehr Schaden als er. Weil ich den Greedy Move gemacht habe. Ah, schwierig jetzt. Das sind schwierige Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Mach das hier, dann mach das Wichtigste, das hier. Reichweite. Die kriegen auch Reichweite, denke ich. Und dann holen wir noch das, was wir eigentlich holen wollten. Brauche einen Kredit, aber den gebe ich gerne aus. Gar nicht gebraucht und ich kann ja eh noch verkaufen, aber egal, ist in Ordnung. Trotzdem worth it. Weil wir können noch mal den Kollegen kaufen. Ja, Beacon wäre auch eine Idee für mich, ehrlich gesagt, aber das ist die werden alle verbrennen. Aber dann ist gut, das Öl nächste Runde schon mal weg. Muss ich alles schön reden. Das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Wobei die Stormcaller da bisher noch nicht drauf schießen.
Ich glaube, meine Mustangs sind gar nicht mal so scheiße. Eigentlich schon. Lohnt sich die Level 3 Stormkeule? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, da waren meine Mustangs sogar noch hilfreicher, aber ich kann mich auch täuschen. Ich schieße schon wieder auf meiner Kuh. Nee, macht er nicht. Sehr gut. Sehr schön, Debuff. Ja, okay, auf ihn auch. Aber mein Guter ist hier drüben noch im Start. Scorpion Wars. Ja, es hilft jetzt nicht so unbedingt. Ich könnte auch die Panzer theoretisch verkaufen, aber ich kann sie auch einfach behalten. Ich meine, wir chillen die Runde. Diese Runde was zu kaufen, was die Schilde gekontert wird, wahrscheinlich nicht so schlau. Ich mache mir so ein bisschen defensivere Schilde, damit die hier vielleicht überleben, die Mustangs. Also die Marksman, die noch hat, ist ein bisschen nervig. Ansonsten hätte ich hier gerne Phönixe gespielt. Wahrscheinlich sollte ich jetzt doch mal ein Beacon ausgeben. Noch einfach mehr Mustangs. Und schalte noch die Fortresse frei. Den hätte ich mir auch sparen können, den Satelliten. Er ist rausgeschmissenes Geld vermutlich. Hat er mehr Baumkeule im Kopf, sieht fast so aus, gell? Ob die Reichweite ausgegeben doch nicht. So, meine Scorpions sind auch die besseren. Vielleicht sollte ich auch mal hier die Upgrades ausgeben bei Zeiten. Er hat die Heavy Armor ausgegeben. Skandal. Boah, Acid Blast. Ich glaube, es nicht zu nehmen, aber zu respektieren ist hier die Wahl der. Die Qual der Wahl. Ich könnte auch das Upgrade ausgeben. Ist zu spät jetzt. Habe ich das Item genommen. Was war denn eigentlich mein Plan für die Runde? Achso, genau, ich hatte einen Plan. Und der Plan sah nämlich folgendes vor. Wir adden Phönixe. Mit Reichweite und EMP. Ist es zu teuer? Wahrscheinlich. Machen wir es trotzdem auf jeden Fall. Entweder ist es total schlau oder der dümmste Scheiß, den ich jemals gemacht habe. Die beiden Möglichkeiten gibt es. Wir packen die einseitig hier rüber. Hätte auch noch den Beam, ne? Ach Gott, Hilfe. Ja gut, wir müssen sowieso Schilde verteilen. Okay, wenn ich jetzt einen Panzer verkaufe, kann ich noch zwei mal Viecher leveln. Das ist ja eindeutig wert.
dass die Mustangs auch noch leveln sollen, aber das Geld hat nicht gereicht. Er hat natürlich genau da den Beam gesetzt, wo meine ganzen Phönixe stehen und lang. Ja, ist doch klar, ist doch klar. Nee, doch nicht. Alles gut. Hätte auch den Acid Blast respektiert auf jeden Fall. Marks müssen sterben. Das wäre schon wichtig. Der noch stirbt, der stirbt, oder? Klappten diese Runde also schlecht, egal, so hat es mich gewonnen. Die Runde ist gewonnen. Spiel leider noch nicht, weil ich einen Debuff reinkriege. Als Regeneration ausgegeben. Kann man natürlich machen, ist aber unfair. Die Sabertooth sind sie doch nicht mit der Missile Interception, oder? Ich glaube nicht. Er hat Reichweite auf seinen Stormcallern ausgegeben. Okay, okay. Wenn es die Steel Balls hier sein, sind die vielleicht sogar gut? Ich glaube nicht. Ich glaube, es geht darum, hier einfach bestehende Einheiten zu verbessern. Also Reichweite ausgeben. Die hier leveln. Asset ausgeben. Die hier leveln. Mehr Stormcaller mit ebenfalls Reichweite, noch mehr Stormcaller. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen Geld über. Kredit ausgeben, macht schon Sinn. Müssen wir irgendwas leveln? Ja, den müssen wir leveln. Ah, ich bin zu langsam, ich wollte nicht auf die beiden Upgrades klicken, aber ich bin zu So, mal gucken, ob wir jetzt hier genug Damage haben. Die Krütze, die wir jetzt platzieren, oder ob es einfach cool ist, okay, so was ich gemacht habe. Wenn ich hier auch noch mehr Phönixe hinstellen können. Habe ich aber nicht. Also stirbt der eigentlich die Liste fast gut, nicht ganz gut. So. Er hat nichts mehr gegen R gemacht, doch er hat zur Wespen. Oh, okay, ne, gemeint, Overlords mit Wespen. Ey, das ist unfair. Macht man nicht. Reicht das zum Beenden? Ne, reicht nicht. Ich hoffe, dass das nicht reicht. Ich rede hier gerade schön. Die ersten Overlords sterben auch, aber es wird nicht reichen. Ein Overlord stirbt, nicht die ersten. Der zweite Overlord stirbt auch. Frage ist, stirbt der dritte? Stirbt. Yes! Sieg! Oh, hab ich ein Glück. GG. Mein Herz. Oha. Das war mal ein komisches Spiel auf jeden Fall. Ja, es war kein dummer Move hier. Es war halt dein Counter für meine Phoenix. Es hat nicht ganz geklappt. Aber fast. Ich vermute, dass wenn er hier einfach Reichweite ausgegeben hätte. Ah, es hätte nicht gereicht. Die hätten die gleiche Reichweite gehabt wie die, dann wären sie eventuell einfach gestorben. Ah, es war gar nicht so ohne. Ich meine, das war halt extrem wertvoll, hier das EMP zu haben, ne? Weil es halt die Scorpions halt auch verwundbar macht dann. Das ist auch die Frage, ne? Was war jetzt hier das schlauere Upgrade? Acid oder Regeneration? Ich glaube, ehrlich gesagt, Acid.
Meine Scorpions mit Regeneration wäre extrem krass tanky, aber halt gelevelte Scorpions mit Acid killen die halt auch wieder, ne? Ja, der eine Phönix, der war echt der Held auf jeden Fall. Naja. Gut, ich sage danke fürs Zuschauen, gerne abonnieren lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.